Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr iOS 6.0 bis iOS 6.1 untethered jailbreaken könnt. Und zwar, das erste, was wir machen ist, wir schließen unser Gerät an iTunes an und machen ein Backup. Dann klicken wir auf Wiederherstellen. Ich habe das jetzt schon gemacht, deshalb mache ich das jetzt nicht mehr. Und nachdem wir das fertig haben, können wir iTunes auch schließen. Und wir gehen auf evasion.com. Dort laden wir uns das Tool Evasion runter. Den Link findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Also wir starten das Tool und wenn wir gefragt werden, ob wir das wirklich jetzt Admin ausführen wollen, klicken wir auf Ja. Eigentlich alles, was wir machen müssen, ist auf Jailbreak zu klicken. Und das war's auch erstmal. Jetzt fängt der Jailbreak-Prozess an und wir warten einfach etwas. Also nochmal, wie gesagt, das ist ein Jailbreak für alle Geräte, auf denen iOS 6.0, 6.0.1, 6.0.2 oder 6.1 läuft. Das heißt, auch Geräte wie iPhone 5, iPad 4, iPad Mini und so weiter und so fort. Dies ist ein untethered Jailbreak der Gruppe Evaders. So, wir sehen hier, der iPod respringt schon oder rebootet sogar, ich weiß es gar nicht genau. Also, wir warten jetzt einfach, bis der Jailbreak abgeschlossen ist. Das dauert einen Moment. Den größten Teil spule ich euch ein bisschen vor, da das einfach sonst zu lange dauert. So, da steht zwar, man soll nichts am Gerät machen, aber ich glaube, es ist okay, wenn ich den iPod entsperre. Ansonsten sollte man das Gerät am besten einfach in Ruhe lassen. So, jetzt werden wir aufgefordert, den iPod zu unlocken, das habe ich schon gemacht, und auf die Jailbreak-App zu klicken. Wie wir wissen, werden neue Apps auf der zweiten Seite installiert, deshalb scrollen wir da mal hin. Und hier ist auch die Jailbreak-App, da drücken wir einfach mal drauf. Und wir haben gesehen, der Bildschirm wurde kurz schwarz. Das ist auch ganz okay so, das soll so sein, da soll sich nichts öffnen, aber wie wir sehen, arbeitet Evasion jetzt weiter und jailbreakt den iPod zu Ende. So, mit Evasion sind wir jetzt fertig. Das können wir auch schon schließen. Wir wurden nochmal darauf hingewiesen, dass der iPod jetzt mehrmals neu starten kann. Und ja, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Hier sehen wir das Logo von Evasion und wir werden darauf hingewiesen, dass Cydia installiert und vorbereitet wird. Dann bootet der iPod nochmal neu. Und dann werden die ganzen restlichen Jailbreak-Apps installiert. Also es sind jetzt so System-Apps. Die sieht man nicht, aber die sind wichtig, dass die installiert werden. So, der Jailbreak ist jetzt fertig und der iPod müsste jetzt ganz normal weiter booten. Und gleich müssten wir dann auch den Lockscreen sehen. So. Da ist er.
Gut, jetzt können wir den iPod einfach entsperren und wir klicken auf Cydia. So, bei mir ist Cydia jetzt in einem Ordner, weil ich vorher ein Jailbreak hatte und das in den Ordner getan habe. Und das Backup habe ich jetzt wieder eingespielt, sonst wäre Cydia auf der zweiten Seite. Okay, wir klicken jetzt drauf einfach und wir sehen, Dateisystem wird vorbereitet. Das dauert jetzt eine ganze Weile, deshalb spule ich das für euch etwas vor. So, das hat eine ganze Weile gedauert. Nachdem das fertig ist, sehen wir kurz den Apfel und den Lockscreen. Können wir den iPod entsperren. Und dann öffnen wir einfach wieder Cydia. Und dann werden wir gefragt, wer wir sind. Oh, hoppla. Ja, und wir wählen Benutzer an und klicken auf Fertig. Dann warten wir einen Moment, bis Cydia die Startseite geladen hat. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So, die Startseite wurde geladen. Wir haben Cydia erfolgreich installiert. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.